Ein Kampf im Schwergewicht über 6 Runden. Öcan Çetinkaya in der grünen Hose ringfrei gegen Goran Gogic in der blau-weißen. Box. Und der Gong zur ersten Runde ist ertönt. Favorit ist Goran Gogic. Versucht hier gleich von Anfang an seine Reichweite auszuspielen. Ah, Gogic gehört zu den Boxern, die im Training alles zeigen, viel drauf haben, aber oftmals dann im Kampf nicht in der Lage sind, das Ganze umzusetzen. Aber er hat sich in den letzten Monaten stabilisiert. Goran Gogic, 17 Siege, 3 Niederlagen, 2 und 12 Mal gewann er vorzeitig. Öcan Çetinkaya, 10 Siege, 3 Niederlagen, 7 K.O.s. Also beide können sie ganz gut zulangen. Gogic von Ringmeter aus versucht er hier die Akzente zu setzen. Immer wieder schön die linke im Kopf von Çetinkaya. Der versucht jetzt gerade mal mit weit hergeholten Haken. Schön wieder auf der Innenbahn durchgekommen. Goran Gogic. Körper. Dichte Deckung bei Çetinkaya. Darum denke ich mal, die Wiese richtig hier erstmal zum Körper zu gehen, um die Deckung ein bisschen runterzuziehen und dann versuchen wieder an den Kopf heranzukommen. Alles in allem ruhige erste Runde hier. Der aktivere Mann in der Tat allerdings Goran Gogic, auch wenn hier Çetinkaya nochmal versucht, mit 2 Haken durchzukommen. Und nicht überpesen, ja? Teil dir das richtig ein. Und mit einem Schlagen gehst du wieder raus und bleibst schön lang. Ja? Das kannst du mal angucken. Das. Ringfrei zur zweiten Runde. Seconds out. Runde 2. Goran Gogic gegen Öcan Çetinkaya. Erste Runde an Gogic gegangen. Und er fängt hier die zweite an, wie er die erste aufgehört hat. Mit seiner Langlinken. Viermal durchgekommen. Gogic.
Bir sol durdu. Sonra aynı şekilde cevap veriyor Özcan. Bir sol daha. Tabii paraları çözmeye bakın. Ağzında paratında kalıyor. Gogic stammt aus Montenegro, lebt allerdings mittlerweile schon einige Jahre in Hamburg und Özcan Çetinkaya ist Türke, lebt in Kassel. Wird hier übrigens von Andreas Idan betreut, ehemaligen deutschen Meister im Schwergewicht, dem der Titel aberkannt wurde und der dagegen angeht und hofft noch einmal einen deutschen Meisterschaftskampf bestreiten zu können. Die linke gefällt mir gut hier von Gogic. Das kräftige Schlag. Und kommt häufig durch. Çetinkaya, wie man ihn kennt, sehr passiv, oft da auf Konter. Und wenn er da mal nach vorne geht und hier versucht, Aktionen zu setzen, dann gehen hier doch 80% der Schläge am Gegner vorbei. Die letzten 10 Sekunden in der zweiten Runde. Neue Erkenntnisse hat sie nicht gebracht. Goran Gogic, der bestimmende Mann. Ich habe ihm gerade zweimal gesagt. Weiter wegstehen und mehr bewegen, dass er mich nicht trifft. Ringfrei zur dritten Runde. Seconds out.